Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich nehme euch übers Wochenende mit, denn wir gehen dann gleich zu meinen Geschwistern. Und ich muss jetzt direkt eigentlich auch schon wieder mit euch den Koffer packen. Ich bin schon wieder spät dran, ich muss mich auch ein bisschen beeilen. Auf jeden Fall, huch, ey, das Ding lebt ja immer noch. Das fällt mir gar nicht so auf, weil das hier im Zimmer steht und Milena hier nicht so wirklich spielt. Also sie holt sich immer die Sachen raus und spielt lieber im Wohnzimmer. Und der Ballon ist schon über einen Monat alt und lebt immer noch. Genau, ich muss auf jeden Fall jetzt Koffer packen. Meine Mama ist nämlich nicht da. Deswegen gucken wir bei meinen Geschwistern nach dem Rechten, kochen und so weiter. Wollen auch ein bisschen was unternehmen und deswegen dachte ich mir, das wird ganz bestimmt ganz cool. Und ich muss mich aber jetzt echt ein bisschen beeilen. Mein Bruder hat mich noch gebeten, einen Xbox-Controller einzupacken. Und die Wäsche muss ich gleich noch aufhängen. Und ich bin so spät dran. Oh. So, ich bin gerade dabei, noch eine Bestellung zu verpacken. Fertig! Da liegt noch eins. Guck mal auf dem Bett. Ja, fast fertig, gell? Milena räumt ihr Spiel auf. Nach 20 Mal sagen. Drum bitten. Übrigens wollte ich euch noch erzählen, es kamen gestern neue Perlen an. Und zwar diese hier. Das sind Silikonperlen und ich bin so glücklich. Ich habe immer so viele Ideen und will die am liebsten sofort umsetzen. Fertig! Super! Jetzt gucken wir gleich, was du anziehst, okay? Doch. aber man kann natürlich nicht alles aufs Mal, weil es sind auch immer Vorkosten, die man hat. Und ja, man muss halt erstmal gucken und dann gucken, wie es ankommt und, und. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt mit eingezogen. Ich habe auch schon Beispiele gezaubert und zwar einmal hier diesen Beißring. Ist halt Beißring und Greifling in einem wegen der Glocke. Man kann natürlich auch ohne, also ist immer alles nach Wunsch. Und einmal die Schnullerkette hier mit blauen. Ich finde die so schön und so niedlich und toll und freue mich so, dass ich die jetzt auch habe. Genau. Dann verpacke ich jetzt hier noch schnell fertig und dann geht's los, gell? Für 2 Tage gepackt und der Koffer ist rammelvoll. Wow! Was machst du denn? Du bist ein Quatschkopf. Ui. So, versuchen wir das Ding mal zuzumachen. Und Papas Schuhranzen, den muss er selber packen und dann noch mitnehmen, gell? Uff. Ich will meinen Schuh. Wie bitte? Schuh. Was möchtest du? Kaffee. Kaffee? Ja. Aha. Kaffee. Das ist so schön. Wir sind auf dem Weg. Der Papa macht heute früher Feierabend. Den holen wir jetzt ab. Der arbeitet so ein paar Überstunden ab. Weil, ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass er einen Monat, also den ganzen September, immer ziemlich lang bleiben musste und da haben sich halt einige Überstunden angesammelt. Ja, und jetzt kommt er halt ab und zu mal früher, was auch ganz gut ist. Genau. Oh, hier dürfen wir nur 20 fahren. Guck mal, da ist der Papa schon. Auto auf. Nina hin? Ist Nina zu Hause? Ja. Alter, 20 von. Inzwischen sind wir schon umgezogen. Wir haben auch schon Abend gegessen. Ich habe Bohneneintopf gemacht und wir haben noch so Kräuterbaguette und so ein paar Kleinigkeiten, die sie da so im Kühlfach hatten, noch dazu gemacht. Ja, jetzt bin ich echt müde. Wir haben 9 Uhr erst, aber es fühlt sich an wie 12. Ich sitze hier allein vorm Fernseher und gucke Harry Potter mehr oder weniger. Ich stöbe ein bisschen noch am Handy rum. Und May spielt gerade mit Milena. Luchi spielt mit Ron FIFA und Kim hat Freunde noch zu Besuch. Ja. Ach, ich bin so müde. Ich fahre gerade mit Jessie und Milena Auto und wir gehen jetzt einkaufen.
Ich war gerade noch hier in der Schweiz bei der Post. Hat eine Bestellung nur wegbringen musste. Ja. Und jetzt gehen wir noch in Deutschland auf die Post, weil wir noch ein großes Paket für unsere Oma abgeben müssen, weil die bald Geburtstag hat. Heute? Nein, bald. So, am Dienstag. Am Dienstag. Und ja, das Paket schicken wir dann Oma und jetzt gehen wir einkaufen danach. Und ja, dann sehen wir, was wir heute noch machen. So, wir kommen gerade vom Einkaufen. Alle helfen fleißig mit. Außer Kim. Komm ab, mal Schatzi, mir fällt gleich der Arm ab, die Tüte ist schwer. Komm. Kommst du? Ich bin auch schwer. Du bist auch schwer. Ich bin tot. Ach so, ein Quatsch. Ich weiß nicht, woher sie das hat. Ich, keine Ahnung. Komm, du hast auch zwei Beine und Füße wie die Mama. Du kannst laufen. Gell? Komm, die Tüte ist echt mega schwer. Doch, du kannst. Nein. Komm, Schatz, das schaffst du. Ich schaff das. Ja, du schaffst das. Ja, wenn du anständig läufst, dann wird es auch funktionieren. Es gab gerade lecker, lecker Frühstück. Jetzt wird der Haushalt erledigt. Alle helfen mit, außer Kim. Und ja, ich mache jetzt den Boden. May und Ron machen die Bäder, gell? Oder das Bad. Kim macht nachher den Müll. Dann wollen wir nachher noch Flaschen wegbringen. Ja. Und später Döner essen gehen. Aber dafür muss Lucia erstmal kommen. Jetzt machen wir aber erstmal den Haushalt. Ich hab grad getan. Ja. Hauptsache du kennst und ich bin so in meiner ganz kurzen Hose. Rausschneiden. Doch, man hat meine Unterhose gesehen, Mann. Ja! Und ich mag Was machst du? Was willst du? Den Alltag mit euch festhalten. Cool. Meine Mühe. Yay! Wir sind jetzt auf dem Weg zum Rummel. Ja, Luci ist inzwischen auch von der Schule gekommen, endlich. Jetzt fängt das Wochenende an. Und was machen wir danach? Warte, ich weiß, wir gehen danach Döner essen. Nee, davor. Dann, wir gehen Schokolade und Bananen kaufen, dann machen wir Schokobananen zu Hause. Ja, damit wir uns beim Rummel keine kaufen müssen. Überteuerte. So für diesen Preis, für eine kriegen wir bestimmt 5 hin. Das ist wahr. Ja. Was macht ihr? Geh rein, rück rein. Da fliegen sie.
Körner. Ja, die schwarze Körner in meinem, das sind normale Esskörner. Aber die sind auch schwarze Körner in meinem Fleisch. Ich bin schon fertig. Guck mal, ich stehe da voll. So kalt ist es jetzt nicht. Doch. So fast Winter, aber. Und was machen wir jetzt? Ah, jetzt machen wir Schokobanane. Oh, geil. Auch ich muss noch lernen, ich schreibe am Montag Englisch. Hast du noch gar nicht gelernt? Doch. Gut. Braves Mädchen. Was musst du noch lernen? Viel. Halt alles, was man alles, was drankommt, muss ich halt nochmal wiederholen. Damit ich eine gute Note krieg. Und Ende. Hallo! Hi, hi, hi to tie. Oh oh. Ja, das reicht, das reicht. Ja. Killer Clown. Ja, okay, das macht nur Matsch, das bringt ja nichts. Ich habe Angst, den Tischzeug kaputt zu machen. Schade, ich dachte, es kommt voll die Action hier in mein Video. Tada! Und da sind noch mehr. Und das da, das wird ein Prank. Erzähl uns ein Plan. Also, wir haben da erste Schicht Schokolade. Zweite Schicht Bananenschale. Dritte Schicht Keks. Damit es die Form annimmt. Vierte Schicht, keine Ahnung was. Und fünfte Schicht Schokolade und dann noch etwas Keks drüber gestreuselt. Das wird gut. Und ich hab so Hunger, aber es muss noch trocknen. Aber echt viel. Oh Gott. Haben wir Stand? Weh, das ist jetzt keine Banane. Oh, so lecker. It's a prank, bro! Was ist das? It's a prank! Dame! Was ist das? Was ist das? Hey, ich bin's May. Das hat sich gereimt. Na, Jessie, was machst du so? Jessie spielt an Kims Computer. Ich spiele Agaio, oder wie man das ausspricht. Agaio. Ich war schon mal Erster, schon oft. Ich auch. Gerade eben habe ich, wie heißt das? Slither.io. Wie sehe ich denn aus? Guck mal. Das ist, glaube ich, Kims Konto, gell? Ja. Hat er sich da ein Konto gemacht? Ich habe das voll lange nicht mehr gespielt. Ich auch nicht, deswegen. Ich bin damit über Facebook verbunden. Hier war Slither oder wie das heißt? Slither.io geöffnet und jetzt muss ich natürlich Agaio spielen. Ja. Weißt du noch, als du deine Pac-Man-Sucht hattest? Ja, auf jeden Fall. Die Sucht ist immer von euch. Oh, der hat mir ein Dings gegeben. Von uns. Klar. Und ich wollte eigentlich etwas Englisch lernen. Hat er dich gefressen? Ja. Hallo. Schade. Ich wollte eigentlich etwas Englisch lernen, weil ich morgen eine Arbeit schreibe. Aber egal. Und was machen wir später? Ja, aber egal. Ist doch nicht egal. Lern doch jetzt. Ja, mach ich auch. Und was machen wir später? Gehen ins Kino. Wir gehen ins Kino. Oh, jetzt habe ich schon. Und Sina kommt mit. Wahrscheinlich. Ja, wenn es nicht regnet. Dann machen wir es nämlich so, wir fahren mit dem Auto. Aber da passen ja nicht alle rein. Und einer fährt mit dem Roller. Mhm. Da darf es halt nicht regnen, aber sonst ist es echt doof. Ist eh schon kalt. Ja. Aber mit dem Roller fährt man bestimmt über eine Stunde, gell? Echt? Ich glaube, oder? Mit dem Auto fährst du schon eine Dreiviertelstunde. So, ich sag auch mal hallo. Wir haben Sonntag. Wir haben vorhin ordentlich geputzt, damit es ordentlich ist, wenn die Mama wieder kommt. Und jetzt hole ich das Schminkzeug und mache mich mal fertig. Wir gehen dann nämlich bald ins Kino. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir das schon gesagt haben oder nicht. Auf jeden Fall gucken wir Findet Dory. May wartet hier schon. Willst du auch deine Haare machen und so? Ja. So. Das heißt, so. Stellen wir die Kamera mal dahin. Schwuppdiwupp. So, hier bin ich. Meine Haare gehen halt gar nicht, gell? Meine auch nicht, ne? Wie? Was ist das? Na
habe gerade ein neues Video hochgeladen. Echt? Ah, stimmt. Mhm. Mel hat ein Infovideo hochgeladen, beziehungsweise sie hat jetzt ein neues Schneidevideo. Schneideprogramm. Schneideprogramm. Und hat es mal ausprobiert? Das habe ich. Genau, ich setze euch ihren Kanal wie immer eigentlich unten in die Infobox. Ich komme nicht dran, doch. Eigentlich wollte May auch heute vloggen, aber irgendwie gibt es halt nichts zu vloggen. Ja. Das ist ein langweiliger Sonntag mit Regenwetter. Ich habe so doll Pickel, echt. Ich nicht. Mhm. Und Augenringe. Ich bin so müde. Ich würde so gerne mal durchschlafen. Oder ausschlafen. Mhm. Wie lange hast du heute geschlafen? Bis um 8. Boah, bis um 8. Das war doch länger, oder? Keine Ahnung. Bis um 8 oder halb 10 oder so. Bis um 8 oder halb 10. Gar kein Unterschied. So. Ich glaube, Kim kommt, warte. Hä, ich hab's gerade die Tür gehört. Ich auch. Irgendwas war da nicht, Leute. Da war irgendwas. Typisch Jessie. Stichst dich mit der Wimperntusche ins Auge. Ich probier grad Mace aus und die ist mega gut. Das ist nicht meine, das ist Mamas. Ach, Mamas? Ich dachte, das ist deine. Von Essence. Ich hab die noch nie probiert. Ich hab zwar schon oft gehört, die sollen gut sein, aber ich hab sie noch nie getestet. Weil ich immer so meine Liebling hab, aber die ist mega gut, finde ich. Oh, mein Auge. Geht's? Nee, ist immer weh. Ich bin auch so blöd wie. Aber ich steche mir echt öfter mit der Wimperntusche ins Auge. Das ist gar nicht so eine Seltenheit. Du bist Jessie. Wir sind jetzt gerade im Kino. Und. Darf ich einen? Von Patnachos. Und jetzt kriegen wir noch Popcorn, gell? Ja. Und wir was gucken wir? Finde Dory. Wir sind gerade im Kino, gleich fängt der Film an. Gucken wir an. Popcorn. Und wo ist unsere Cola? Oh, da. Und Cola hier. Das reicht. Das reicht ohne Pilz. So, die verrückten 6 sind jetzt wieder auf dem Heimweg. Ich bin im Internet. Ich freue mich jetzt aufs Essen. Wir wollen Cordon Bleu machen mit Kroketten und Soße. Was essen wir? Habe ich doch gerade gesagt, Cordon Bleu mit Kroketten und Soße und Salat. Cordon Bleu mit Kroketten und Soße? Schnitzel mit Schinken und Käse. Oh, geil. Kann sie natürlich die Mutter anrufen wegen Essen und so. Diese Schnitzel, die ist so, wo so geschmelzter Käse drin ist. Oh, lecker. Sag du. Dann sagst du. Jessie macht gerade Essen. Sina ist noch kurz hier. Ja. Ich werde um 8, nee, Viertel nach 8 oder so, fällt meine Mutter los. Na, essen wir. Jetzt der Start! Wir müssen noch lernen. Tschüss! Oh, wir lernen noch mal, krass. Einfach. So wie geht's hier, Mankama? So, ihr Lieben, wir haben schon relativ spät und machen uns jetzt auf den Heimweg. Ich wollte mich jetzt auch verabschieden und hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben wie immer. Und über euer Feedback freue ich mich natürlich auch. Und dann hoffe ich, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich mal Tschüss.